Willkommen zum letzten Part von Earthbound Beginnings, wo wir das große Finale bestreiten werden, den Kampf gegen Geigers. Aber zuerst gehe ich nochmal hier schnell reingucken, um... Was zur Hölle? Was ist denn hier los? Ah, um angegriffen zu werden, oder wie? Alter Omega-Burg. Oh, wieder Jacki Bock. Ganz schnell fliehen. Leute, was ist denn hier los? Was sind hier für ein Lager? Geh schnell abhauen. Tschüss. Ah! Beam. Oh, abgeblockt. Toll. Er hat zwar gerade den PK Franklin Badge Abblock-Move gemacht, aber das hat ihn auch schon ausgemacht. Toll. Leute, hier sind lauter Menschen in Kapseln. Können wir vielleicht... Klopf, klopf, hallo? Oh, diese Dunkelheit ist so unfassbar dick. Ich kann nicht sehr gut sehen. Aber kann es sein? Sag mal, ist das etwa das kleine Mädchen aus Snowman? Anna, glaube ich, hieß sie. Ah, jetzt sei tapfer. Deine Mom ist irgendwo weiter hinten im Raum eingesperrt. Aber versuch jetzt bloß nicht, uns jetzt zu retten. Zuerst musst du das Mutterschiff zerstören. Das Mutterschiff? Leute, hier sind sämtliche entführte Eltern. Vor allem halt die aus Youngtown, wo ja nur noch Kinder waren. Die sind alle hier. Oh mein Gott, insofern ich weiß, wurde dieser Raum tatsächlich erst nachträglich hinzugefügt. Im Original japanischen gab es den gar nicht, aber denn so bei den diversen Re-Releases wurde der einfach storytechnisch nochmal hinzugeführt, wenn ich mich nicht irre. Aber okay, wir sollen uns erstmal nicht drum kümmern. Es ist wichtiger, das Mutterschiff zu zerstören und da machen wir uns jetzt auf den Weg. So, ich bin, ja, es sollte alles gut sein, gut ausgerüstet hier, gut ausgestattet, alles gut. Aber ja, der Endbosskampf wird ja ein bisschen anders sein. Als man es vielleicht erwartet. Oh, ist man dieser lange Gang zum Mutterschiff. Leute, let's go! Oh mein Gott! Und da ist er, Geigers erscheint. Leute, der außerirdischen Armeenanführer Geigers. Guck mal, wie krass er aussieht, oder? Richtig so ein Alien. Und ja, dieser Kampf, Leute, schaut mal unten rechts. Wir haben eine neue Option. Wir können singen. Jupp, wir haben ja von unserer Urgroßmutter erfahren, dass die Melodie ihn quasi beruhigt hat. Und da wir sie ja nun in ihrer Vollständigkeit kennen, muss man diese benutzen, um den Kampf zu gewinnen. Allerdings... noch nicht gleich zu Beginn. Und deswegen werde ich jetzt erstmal gucken, ob ich mich ein bisschen gegen Geigers nochmal verteidigen kann, indem ich jetzt mal diverse Upgrades erstmal hochfahre. Ich würde erstmal uns hier gegen die PSI-Attacken erstmal das ganze Team abschilden. So. Und Anna hat, ich mache das jetzt erstmal mit Ninten, weil Ninten ist schneller als Anna. Danach würde ich mit Ninten natürlich auch nochmal Defense-Up-Better machen. So, leider, Leute, leider Power-Shield. Der übelst krasse OP-Move, den ich euch ja erklärt habe, den kann ich natürlich hier nicht einsetzen. Oh, super toll. Ja, deswegen, das wird nix. Und ich glaube, auch so weit stackt das ja alles nicht. Ja, kann alles hier, kannst auch vergessen, hier PSI-Block. Und das nützt alles gar nichts gegen ihn. Angriffe können wir auch vergessen. Nee, auch wenn wir so schöne Angriffe haben, aber nein, geht alles nicht. Deswegen würde ich gerne mal fast sagen, der wird bestimmt trotzdem angreifen. Ich sag einfach mal, das ganze Team soll geheilt werden. Und Lloyd, du hast ja auch, wir könnten ihn mal verfluchen, oder? Swear words, einfach mal in den Kopf ballern. Aber ich glaube, das bringt gar nichts, weil Lloyd hat ja so, angreifen bringt auch nichts. Denn Lloyd versucht doch schon mal zu singen. So, okay, erstmal zack. Erstmal Anna, Ninten und Lloyd erstmal abgeschiedet, okay. Ninten, ich bin deiner Familie dankbar. Was? Die Form von Geigers Angriff ist unbeschreiblich. Au! Alter, doa! Erstmal kriegen alle ordentlich Damage, ey. Aua, aua! Okay, und deswegen, Anna, erstmal alle wieder hochboosten. Sehr gut. Oh, er konnte nicht zu Ende singen. Und tatsächlich, Leute, wir müssen im Kampf, ich glaube, 10-mal müssen wir zum Singen kommen. Ja, was aber jetzt noch nicht geht, weil, ja, noch ist es nicht so weit. Geigers muss quasi erstmal uns noch zutexten, wenn man so möchte. Deswegen werde ich jetzt erstmal noch einfach so, obwohl ich glaube, der Angriff von Geigers ist ja unbeschreiblich. Man hat keine Ahnung, was es ist. Ich glaube, mit PSI Shield Better wird ist das schon genug getan. Würde aber tatsächlich trotzdem nochmal Defense Up Better für mein ganzes Team machen. Einfach so. Anner,
Du, ja, ich würde tatsächlich, er greift ja immer alle an. Ne, aber so scheint es ja zu gehen. Versuch einfach trotzdem nochmal hier uns, sie soll es einfach weiterhin heilen. Obwohl, der Kampf ist so ein bisschen ein Ausdauerkampf. Jetzt muss ich gucken, dass ich nicht schon zu früh hier alles verschwende. Aber ich mach's trotzdem nochmal eins kurz. So, und Lloyd, ja, singen braucht er halt nicht. Lloyd kann halt nichts machen. Du fluchst jetzt einfach mal. Komm, ich probiere das jetzt mal aus. Swear words. Erstmal Geigers beleidigen, ey. So. Okay, gut. Erstmal nochmal allen, die... Boah, über 190 Death, Alter, und Lloyd. Und mal geil. Deine Urgroßeltern, George und Maria, haben mich aufgezogen. Die Form von Geigers Angriff ist unbeschreiblich. Oh, Tor! Der wird jetzt immer stärker. Der wird immer stärker. Oh, oh. Oh, oh, oh. Erstmal wieder alle hochheilen. Sehr gut. Sehr gut, Anna. Ich hasse dich. Leute, das war's. Das waren die krassen Fluchwörter. Wenn du nur die einsetzt, sind einfach nur, ich hasse dich. Das wär jetzt hart. Okay. Warte, ist das jetzt echt weg? Okay, ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es wäre trotzdem nicht schlecht, wenn man zwischendurch immer singt. Ich habe das, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, das Singen schwächt ihn aber trotzdem. So, Nintendo hat seinen Teil getan, hat uns übelst geboostet. Ich könnte jetzt höchstens noch versuchen, irgendwie ein paar meiner Teammitglieder schneller zu machen oder sowas. Aber ich glaube, nee, ist Quatsch. Deswegen sage ich jetzt mal, Nintendo, du fängst auch an zu singen. Anna, du machst einfach, oh, das ist ja schön teuer, aber wir haben ja die PSI Stones. Die haben wir alle da, also heilt sie uns einfach immer komplett durch. So, und Lloyd, du, ja, okay. Oh, cool, man kann die immer wieder einsetzen, die Swear Words. Okay. So, dann, ich würde ja irgendwie gerne noch die Liebeswörter will ich natürlich auch einsetzen. Aber nee, okay, gut, alles klar. Dann, lass uns mal singen. Mann, schon wieder. Aber George hat wichtige Informationen von unserem Planeten gestohlen, die genutzt werden könnten, um mein Volk zu hintergehen. Und das geht natürlich nicht. Die Form von Geigers Angriff ist unbeschreiblich, Alter. Boah. Aber guck mal, seht ihr, er macht schon weniger Schaden, weil ich eben gesungen habe. Und deswegen, trotzdem einfach weiter singen, das schwächt ihn. So, und nochmal ein bisschen singen. Auch wenn's nicht viel bringt. So. Okay, dann, ja, einfach weiter singen, oder? Einfach weiter singen. Singen. Wie gesagt, der quatscht uns erstmal noch eine Weile zu und danach muss man ihn, glaube ich, 10-mal besungen haben. Dann kann ich mir, glaube ich, jetzt eine Runde mal Heilung sparen, hoffe ich. Oder obwohl, nee, komm. Einfach eiskalt. Eiskalt. Jetzt keine Tricks mehr machen, einfach ballern. Nintendo kann singen, wird immer unterbrochen. Und nun steht einer seiner Nachfahren hier vor mir und versucht, meine Pläne zu vereiteln. Die Pläne von meinem Volk. Er muss aufgehalten werden. Ninten, ich rede von dir. Ja, nein, ich wieder. Die Form von Geigers Angriff ist unbeschreiblich. Okay, nee, irgendwie, ich weiß gar nicht, der greift immer so unterschiedlich an. Aber gut, okay, ist egal. Anna ist da, um uns immer hoch zu boosten. Alles klar, alles klar, alles klar. Aber noch bringt's halt nicht. Es bringt halt nichts. So, wir singen nochmal. Anna kann jetzt auch mal... Komm, Worte der Liebe. Los, Anna. Mach. Und weiter singen. Da, da, da. Ich hoffe, der zieht nicht mehr so viel ab sonst. Ja. Geh jetzt heim. Du sollst verenden. Zusammen mit dem Rest von euch. Hässlichen Erdenbewohnern. Boah, ey, der hat echt einen richtigen Groll gegen uns. Ja, und boah, Mann, ey, der greift ganz komisch an. Alter, dann ist wieder richtig viel Schaden. Ey, ich verstehe das einfach nicht. Er ist einfach so fies. Worte der Liebe einfach. Ich liebe dich. Okay. Da, 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 oh Mann, ey, Geiger ist immer noch an uns zu texten, deswegen bringt es erstmal noch nichts, wir singen weiter. Und Anna macht es wieder schön, immer Gruppenheal, sehr gut. Ihr Narren, ihr könnt nichts ausrichten mit euren mickrigen Kräften. Kräften nicht stärker als die eines kleinen Insekts.
der wir uns jetzt dissen will. Er vergleicht uns mit minderwertigen Insekten. Ja, Mann, ey, der greift immer noch und der kommt einfach immer durch mit allem. Oh, aua, Mensch. Ja, okay, wir haben wenigstens Anna, die uns mal wieder heilt. Ist okay. Und Nintendo singt erstmal den Song. Oh, Mann, ey. Noch, er muss auf den Song reagieren, dann weiß man, dass man halt kurz davor ist. Aber ich glaube, er hat uns immer noch irgendwas zu sagen. Er hat keinen Bock. So, okay, das läuft aber eigentlich ganz gut. So, singen. Anna, du musst jetzt aber mal, benutzt jetzt mal einen PSI-Stone. Sehr schön, und Lloyd, sing. Ninten, du bist allein. Ich könnte dich retten. Nur dich allein. Komm auf mein Mutterschiff mit mir. Alter, was ist denn jetzt los? Jetzt will er uns irgendwie oder hier richtig bezürzen oder uns... Nee, kannst du wohl voll vergessen. Da stecken wir lieber noch ein bisschen mehr Damage ein. So. Hör dir das mal an, Geigers. Kennst du diesen Song nicht mehr? Oh, ey, immer noch, ey, das gibt's einfach nicht. So, Leute, sing ihn, Mann! Langsam wird's knapp. Aber nee, okay, gut, dann mache ich jetzt dann doch mal das, dass ich Anna mal kurz mit Nintendo heil. Aber ansonsten macht Anna wieder natürlich wieder Gruppenheil und Lloyd singt. Na dann, falle in einen tiefen, langen Schlaf mit deinen Freunden und den anderen hässlichen Erdenbewohnern. Und ich glaube, das war sein letzter Diss, seine letzte Ansage. Und jetzt sollte der Song Wirkung zeigen. Oh oh, oh oh oh, verdammt. So, okay, nochmal schön geheilt. Anna heilt nochmal uns alle. Sehr gut. Und Lloyd, sing. Hör auf zu singen. Habt ihr gehört? Jetzt wirkt's. Okay, ich glaube, das war Treffer 1. Wir müssen jetzt halt noch 10-mal singen. Also, oder noch jetzt 9-mal, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall alles wieder hochgeheilt. Anna macht hier schön immer Gruppenheilung und 2-mal singen pro Zug. Das sollte klappen. Alter, wie jetzt einfach zuerst angreift. Aua, Mann, das ist ja voll fies. Boah, immer alle zusammen angreifen, das geht doch nicht. Nendo! Hör auf zu singen! Oh, weia, ey. Mann, der Song, er muss einfach durchkommen in seiner kompletten Länge. Ja! Stopp! Hör sofort auf! Oh, scheiße, das gefällt ihm gar nicht. Wir müssen aber weiter singen, während Anna uns heilt. Leider kann Anna nicht mitsingen mit ihrer harmonischen, bestimmt feminineren Stimme, aber es geht nicht, das wird jetzt hier ein Knabenchor! Komm schon. Ja, der Geigers, erinnere dich an diesen Song. Erinnere dich an deine Gefühle. An Maria. Deine Ziehmutter. Hör auf mit diesem Song. Oh, scheiße. Verdammt, ey. Immer ordentlich Damage gedrückt. Aua. Wieder 40 Schaden. Menno. Aber immer wieder hochboosten. Okay. Leute, schnell. Da, Geigers. Sag doch mal was jetzt. Oh, ihr kleinen Erdenkäfern, haltet ihr sofort die Fresse! Oh oh, okay, er ist richtig wütend. Verdammt, warum ist er jetzt so wütend? Okay, Annas PSI-Dinger gehen bald down. Aber warte mal, wir sind jetzt so hoch, wir haben jetzt so viele Dings, da benutze ich das nochmal wieder schnell. Ein PSI-Stone für eine Runde. Während Ninten weiter aus vollem Herzen singt, um Geigers zu erreichen. Ah! Dieser Song! Ah, aber langsam, es kommt langsam und kommt's durch. Weiter singen! Erstmal Anna. Oh, Mann, Mist! Okay. Anna, erstmal wieder PSI Stone. Gooden. Und jetzt nochmal, Leute, singen. Vielleicht kommt sie jetzt schon durch. Schnell! Hm.
Na, Mann, Mist! Aber es scheint zu klappen. Anna, bitte wieder uns alle hochheilen. Hoffentlich überleben das nur alle. Und wir singen wieder im Knabenchor! Geiges, was ist los, Mann? Erinner dich. Vor allem an Maria, wie sie dich geliebt hat. Das kannst du nicht alles vergessen. Oh, oh. Scheiße, Alter, jetzt sind nur noch Ausrufezeichen. Oh, aua, schon wieder alle eine reingeballert, ey. Ah, vielleicht jetzt nochmal mit Lloyd, wenn Lloyd singt. Erstmal wieder alle hochboosten. Sehr gut. Okay. Und los, Lloyd. Bitte, stopp! Oh, Leute, ich glaube, wir sind fast durchgekommen. Das war fast die letzte Note. Wurde fast gespielt. Und deswegen jetzt, ich glaube, das war's. Sicherheitshalber nochmal schnell live up, pee und sing. Geigers, erinnere dich endlich! Oh nein, Geigers greift schon wieder mit seiner unbeschreiblichen Attacke an. Doah! Aber wir stecken das alles weg. Oh, oh Mann, ey, Leute, schon wieder... Oh. Komm schon, Geiges. Sieh es doch ein. Nicht die Menschen sind an allem schuld. Du kannst nicht alle über einen Kamm scheren. Vor allem nicht, wenn du an deine Ziehmutter Maria denkst. Oh Mann! Verdammt, ey, ich glaube, vielleicht doch noch einmal. Lloyd! Das Lied hat ja auch einen richtig schönen Text, also richtig schöne Lyrics, offizielle, auch richtig schön. Da muss doch das Herz einfach auch von so einem Alien-Anführer einfach mal erweichen. Komm schon. Wie kann ich besiegt werden durch einen Song wie diesen? Ich werde eines Tages Ninten. Wir sehen uns wieder. Das war's. Voll das Riesenmutterschiff. Wir haben es geschafft. Wir haben die Außerirdischen vertrieben. Auf der Spitze des Mount Itoi wurde Anna wieder mit ihren Eltern und ihrer Mama und den Rest der befreiten Erdmenschen aus der Höhle wieder vereint. Wir haben alle befreit. Teddy ist vollkommen genesen und singt jetzt täglich mit einer Live-Show. Man singt täglich in der Bar. Leute, guck mal nochmal. Teddy geht's auch wieder gut. Das ist alles schön. Die gekidnappten Eltern kehrten zurück zu ihren einsamen Kindern in Youngtown. Ja, alle Eltern sind wieder da. Ich verspreche, ich werde dich niemals vergessen. Also sag noch nicht leb wohl. Nur bis wir uns später wiedersehen. Tschüss, ihr beiden. Ciao, Anna. Ah, Lloyd kam zurück und wurde als Held gefeiert, Alter, in seiner Twinkle-Grundschule. Er ist jetzt kein Außenseiter mehr, er wird nicht mehr gemobbt. Ja! Sohn, deine Schwestern und ich sind so froh, dass du zurück in einem Stück gekehrt bist. Wie unglaublich, dass du... Du musst doch unglaublich hungrig sein, oder? Oder unglaublich, dass du nicht hungrig bist. Oh, ein Brief von Ninten. Ich vermisse ihn so. Ich hoffe, wir können bald wieder zusammen sein.
Naja, jetzt wo die Krise auf der Erde endlich vorbei ist, glaube ich, kann ich mich ein bisschen mal zur Ruhe legen und für einen kleinen Moment... einschlummern. Leute, das war's. Wir sehen uns die Credits an. Sehen noch mal ein paar kleine Bewohner-Sprites hier von dem ganzen Spiel. Und ja, Earthbound Beginnings. So schnell endet es dann einfach. Wir haben alle gerettet. Geigers, wenn man so möchte, wurde nicht besiegt. Er ist halt einfach wieder geflohen, weil wir durch den Song, den vollständigen Song, den er von seiner Ziehmutter Maria immer vorgesungen hatte, haben wir die Gefühle in ihm so ein bisschen erweckt. Und da kann er überhaupt nicht mit umgehen und hat sich dann erstmal zurückgezogen. Und er wird ja recht behalten. Er kommt ja tatsächlich nochmal wieder, halt in dem Super Nintendo-Spiel Earthbound. Da ist es ja dann nochmal, dann ist er nicht mehr Nintendo. Es ist also wieder jahrelang Zeit vergangen. Und dann findet halt nochmal ein anderes Spiel statt, weil die Spiele alle zusammenhängen. Aber ja, was soll ich sagen, Leute? So ein kleines Endfazit nochmal zu dem Spiel. Also ich bin sehr froh, dass ich es für euch auf meinem Kanal verewigt habe. Ich habe euch so viel wie möglich, die interessantesten Sachen habe ich euch versucht zu zeigen, wie es geht. Nicht wahr? Außer ich habe jetzt tatsächlich, ich hätte noch machen können, tut mir leid, nur so einen kleinen Gag. In der Grundschule, da gibt es ja so einen komischen Professor, dem man noch Sachen abrufen kann. Habe ich ja kurz gezeigt, dass es da irgendwie so... Ja, da gibt es halt irgendwie so eine Sticky-Maschine, aber die sind halt so doof, weil die kaputt gehen. Aber bei dem hätte man sich auch noch eine Rakete holen können. Irgendwie so... Aber das wäre auch nur so ein Gag, weil die Rakete wäre dann einfach explodiert. Irgendwie so... Und ich glaube, da gibt es irgendwie noch so eine komische... Was waren das nochmal? Die Last Weapon oder so. Und das ist, glaube ich, auch, wenn man das einsetzt, auch nur wieder so ein Gag. Dann würde halt gesagt werden, ja, wenn du das Spiel besiegen willst, dann mach doch einfach die Konsole aus. Oder irgendwie so ein Scheiß. Das ist einfach nur wieder so ein dummer Spruch. Halt so ein Joke-Item, ne? Aber ich denke mal, es ist okay, wenn ich euch das einfach so erzähle. Und ja, warum bin ich froh, dass ich es auf meinen Kanal gebracht habe für euch? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, auch wenn das Spiel, ich finde irgendwie, es hat wirklich Charme. Die Charaktere sind irgendwie alle so drollig, die Musik ist schön. Aber man muss wirklich sagen, also objektiv gesehen, ist das ein Spiel, was man nicht gespielt haben muss. Ja, natürlich, ey, wenn es einen interessiert, rein aus Interesse, dann na klar. Dann sollte man das auf jeden Fall spielen, wenn es einen interessiert. Oh, guck mal, unsere ganze Truppe. Wo Teddy nur eins kurz dabei war. So richtig doof. Okay, jetzt haben wir die richtigen Credits, Alter. Yeah. Teddy nur sehr ganz kurz dabei, wisst ihr? Aber erstmal im Abspann als Team, okay. Aber was man alles so erlebt hat, oder mit Eve und mit Pippi. Wir waren ja echt überall. Ach ja, die ganzen Gegner. Aber ja, also ne, was ich sagen wollte, also objektiv gesehen braucht man es nicht spielen. Denn das Spiel ist halt schon sehr, sehr alt. Ich möchte halt auch sagen, es ist veraltet. Ja, wir haben jetzt, ihr habt ja gesehen, es wurde jetzt viel euch erspart, weil ich dann doch offscreen immer einfach mich hochgelevelt habe. Das Spiel will, dass man grindet. Es ist halt einfach so. Und wenn man das nicht macht, dann hat man halt eine wesentlich schwierigere Zeit. Also deswegen, weiß nicht. Ist jetzt nicht so meine Empfehlung dafür, ja. Aber wie gesagt, rein aus Interesse dann gerne. Aber ich habe auch deswegen euch so viel gezeigt, wie es geht. Damit man es halt nicht selber spielen muss. Oder wenn ihr es spielt, dass ihr so eine kleine Anleitung habt, wie es richtig geht. Oder, weil Shigeru Miyamoto war sogar richtig Producer. Mensch. Ja, warum ist er... Alter, und der Player. Das bin ich. Wenn ihr gerade wieder so sehe, viele Ideen haben sie auch einfach verwendet, um dann halt bei Earthbound für Super Nintendo wieder mit einzubauen. Ne, das ja auch. Ey, die Credits sind zu kurz, Mann. Bei so alten Spielen sind die immer so kurz. Und jetzt, weil da mein Sohn zu Hause ist, komm schon, Sohn. Geh ans Telefon. Ich muss dir ein paar Neuigkeiten erzählen, die gerade so am Laufen sind. Ja, das ist das anscheinend Nintens Vater. Also er sagt so, ich weiß doch, dass der Junge zu Hause ist. Komm schon, geh ans Telefon, Mensch. Alter, irgendwas Neues wird bald passieren. Und ja, das ist ja auch das Endbild, was man denn hat. Man kann nichts mehr machen und ja. Also lass mich nochmal ein bisschen fazitmäßig machen. Das Spiel hat halt schon seinen Charme. Es ist aber wirklich veraltet. Ihr habt ja gesehen, das Spiel ist halt sehr, sehr kurz. Und alles, was halt das Spiel so ein bisschen in die Länge zieht, sind halt diese langen, merkwürdigen Wege, so komische verschachtelte Gänge, die dann aber im Endeffekt nirgendwo hinführen. Und dass man halt so ein bisschen auch echt an der Nase rumgeführt wird und einfach seine Zeit verschwendet in dem Spiel. Soll vielleicht damals dazugehören, ist vielleicht auch so ein bisschen bewusst gemacht oder so. Ja, wenn ich höre, dass der Entwickler da selber sagt, was wir in der Wüste gesehen haben, von wegen, ja, die Wüste ist der langweiligste Abschnitt des Spiels und so. Oder ja, der Endabschnitt auf dem Berg da, dass die ganzen Gegner da so übelst stark sind, erinnert euch an den Grizzlybären, richtig hart.
Ja, und da haben sie auch gesagt von wegen, ja, das ist ein bisschen unbalanced, sorry. Aber da muss man halt einfach durch und flüchten oder was. Oder halt einfach Glück haben. Ich muss ja sagen, die Wii U-Version, die wir auch hier jetzt gespielt haben, die profitiert natürlich so ein bisschen davon, dass man übergeordnete Save-States setzen kann. Da erleichtert auch so ein bisschen dieses alte Spiel, dass man es doch mal ein bisschen moderner spielen kann, das ja. Aber alles im Allen muss man es nicht gespielt haben. Ich denke auch, dass wir uns alle einig sein können, dass der Nachfolger besser ist. Klar, ist ja auch ausgereifter und alles. Und ich glaube, ohne Earthbound Beginnings wäre Earthbound nicht so ein tolles Spiel. Ne, kann ja jetzt jeder selber entscheiden, ob er dieses Spiel spielen möchte oder nicht. Auch weil irgendwie, also die Geschichte lässt einen ja jetzt nicht mit einem unbedingt positiven Gefühl zurück, oder? Ich meine, wir haben doch jetzt im Grunde erfahren, dass halt einfach unser Urgroßvater ganz schön Scheiße gebaut hat. Nur seinetwegen, weil er halt Informationen geklaut hat, haben die Aliens sich überhaupt hintergangen gefühlt. Und man erfährt es ja jetzt auch nicht so ganz genau in seinen Einzelheiten, aber es ist ja davon auszugehen, dass diese Informationen PSI-Informationen waren, die George dann einfach unter die Menschen bringen wollte. Denn nur deshalb ist es wahrscheinlich überhaupt möglich, dass so Kinder wie wir hier überhaupt PSI benutzen können. Und so bleibt halt die Frage, ja, George, war das jetzt unbedingt nötig? Nur deswegen halt so ein ganzes Alien-Volk gegen sich aufzubringen? War es das wert? Aber gut, ich bin jetzt sehr gespannt auf eure Meinung zu diesem Spiel. Gerne auch allgemein zu diesem Let's Play-Projekt. Hat es euch gefallen? Wie findet ihr das Spiel? Lasst es mich unbedingt in Form von Kommentaren wissen. Leute, vielen, vielen Dank. Ich verabschiede mich. Danke für all euren Support, all eure Kommentare beim Zuschauen und all euer Interesse. Und dann sehen wir uns hier wieder bei einem neuen Let's Play-Projekt. Euer Lustig Link sagt, tschüss, Mann!